Hey und herzlich willkommen. Ich bin heute wieder im Auftrag der Berufe unterwegs und heute geht es um Chips, aber so viel kann ich verraten, nicht um die Chips, sondern es geht um richtige Halbleiter. Was das aber eigentlich genau ist und ob die wirklich so gut schmecken, das gucke ich mir jetzt mal bei GlobalFoundries an. Und ich sehe schon, hier steht heute mein Chef. Moin Johannes, grüß dich. Hallo Ben. Ja, willkommen bei GlobalFoundries. Johannes hat seine Ausbildung hier gemacht und ist kürzlich auch übernommen worden. Er kennt sich also bestens aus und wird mir heute eine Führung durch die heiligen Hallen der Chipfabrik geben. Was ist denn GlobalFoundries eigentlich? GlobalFoundries ist ein Hersteller von Halbleiterchips. Diese Chips werden verwendet in Handys, Computern. Du findest sie heute einfach überall. Alles findet im Reinraum statt. Das bedeutet, wir dürfen keinen Schmutz auf den mit Chip bringen, sonst funktioniert der Chip am Ende nicht. Ein Fehler im Chip würde dazu führen, dass dein Smartphone nicht richtig funktioniert. Oh je, das wäre natürlich schlecht. Hier ist also wirklich höchste Präzision gefordert. Johannes und ich sind jetzt auf dem Weg in den Reinraum. Der heißt deswegen so, weil kein Staub reinkommen darf. Mein Outfit of the Day sieht deshalb heute so aus. Schicke Hose, schicke Treter und ein Haarnetz auch. Ja? Ganz genau. Handschuhe schon mal an. Ne? Jetzt fühlen wir uns so ein bisschen wie so Zauberer oder so Mickey Mouse oder genau, so. Weißt du so? So. Okay, Geheimtricks. Der muss jetzt komplett drüber, Emma. Richtig. Wir sind ready, wir sind angezogen. So ist es. Handschuhe haben wir jetzt auch noch mal extra drüber. Also jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen, oder? Fertig für den Reinraum. Okay, was sollte man denn im Reinraum auf gar keinen Fall machen? Gibt es irgendwelche Don'ts? Auf jeden Fall nicht rennen. Mit Rennen könnte man eventuelle Partikel vom Boden auf jeden Fall aufwirbeln. Das ist nicht erlaubt. Wie entsteht denn so ein Chip hier bei euch, bei GlobalFoundries? Ein Chip kannst du dir so vorstellen wie ein Kuchen im Endeffekt. Du hast am Anfang einen Silizium-Wafer, 300 mm im Durchmesser, ist genauso groß wie eine Schallplatte. Auf diesem Wafer bringen wir Schicht für Schicht langsam Metalle mit verschiedenen Prozessen auf und tragen auch andere wieder ab. Dadurch kreieren wir Strukturen und haben im Endeffekt einen Schaltkreis, bloß in sehr, sehr klein, der im Endeffekt in dein Handy reinpasst. Also man sieht es ja auch schon hier, ich finde es ja richtig beeindruckend. Also überall dreht sich was, überall bewegt sich irgendwas, irgendwas fliegt an der Decke. Wie aufwendig ist das, so Chips herzustellen? Es ist sehr, sehr aufwendig. Allein, dass wir hier im Reinraum stehen, zeigt, glaube ich, schon, welche Grad von Präzision wir hier brauchen, um Chips herzustellen. Ein Wafer ist von Anfang bis Ende ungefähr 100 Tage unterwegs mit über 1000 Prozessschritten. Es bedarf wirklich einiges an Technik, um so einen Wafer herzustellen und diesen Chip herzustellen, ja. Mit der Macht ist die Tür offen. Ja. Also ich muss ja schon sagen, so langsam aber sicher bin ich durch. Unter den Handschuhen vor allem. Es ist schon ganz schön heiß hier drin. Ist es anstrengend, wenn man so lange unter so einer Klamotte ist den ganzen Tag? Ja, natürlich ist es anstrengend, aber irgendwo ist jede Arbeit auch anstrengend. Und man hat ja auch seine Pause, wo du rausgehen kannst, nochmal in den normalen Klamotten bist und danach dann auch wieder reinkommst. Was mir noch gerade hier so aufgefallen ist, manche Menschen sagen thank you, wenn man in die Tür aufhält, manche sagen danke. Welche Sprache spricht man hier eigentlich? Ich meine, ist ja alles international hier. Ja, also wir sagen immer, wir sprechen hier drei Sprachen. Deutsch, Englisch und Sächsisch. Also generell ist hier alles vertreten. Also man sagt auch Dankeschön. Ganz genau. Johannes, wir haben uns was zu essen geholt und wir haben noch ein paar Leute aufgegabelt. Ich würde sagen, wir essen jetzt erstmal was, weil wir müssen uns ein bisschen stärken und dann gehen wir mal in die Ausbildungswerkstatt, oder? Du warst ja auch in der Ausbildung hier bei GlobalFoundries, ne, Johannes? Richtig, die letzten drei Jahre. Letzten drei Jahre, aber jetzt bist du ausgelernt, bist durch. Gerade frisch. Ey, Glückwunsch. Dankeschön. Und das ist aber auch so ein bisschen dein, ich sag mal, Baby. Also du hast es gebaut, diesen Roboter hier in der Ausbildung. So könnte man das sagen, genau. Dieser Roboter war
ursprünglich im Rheinraum und wurde dort nicht mehr benötigt. Den haben dann die Azubis bekommen und wir haben uns gesagt, wir bauen was Neues draus. Jetzt ist es im Endeffekt ein Roboter, der diese Plexiglasplatte von hier oben nach hier unten transportiert. Oh wow, das klingt erstmal relativ simpel, aber ja, es ist trotzdem sehr kompliziert, das wirklich von Grund auf auszubauen. Vielleicht nochmal abschließend so trotzdem mal gefragt, warum machst du das denn eigentlich? Warum ist es dein Traumjob ja am Ende? Ja, also generell sehe ich halt auch, und ich glaube, das sieht auch jeder, Technik kommt immer mehr in unser Leben, alles wird irgendwie automatisiert, aber man wird immer einen brauchen, der im Endeffekt auf den Roboter wieder wartet, und das bin in dem Fall ich. Also mir hat es auch Spaß gemacht heute. Damit sage ich vielen Dank, war mir eine Freude und sage ciao.